Um besser gefunden zu werden bei Google, reicht es nicht aus, einfach nur einen Shop zu haben. Man muss auch entsprechende Landingpages zu seinen Keywords bereitstellen. Man muss auch schauen, dass man Keywords auswählt, die auch ein Suchvolumen haben, also wo auch wirklich jemand danach sucht. Denn wenn Sie unter irgendeinem Keyword gefunden werden, das aber niemand sucht, dann wird es Ihnen nicht bringen, egal wie gut Sie da bei Google positioniert sind. Das ist also sehr wichtig, dass hier die Webseite die Grundvoraussetzungen erfüllt, um bei Google überhaupt entsprechend gelistet zu werden. Um erfolgreich online im E-Commerce zu sein, bedarf es vieler Dinge. Zum einen muss man erstmal eine Webseite haben, die den Google-Richtlinien entspricht, die also suchmaschinenkonform ist. Und da sind wir sehr kaufmännisch unterwegs, man muss auch über das Sortiment schauen und sich also ganz genau überlegen, welche Produkte möchte ich online verkaufen und zu welchem Preis. Und da ist es sehr wichtig, dass man da auch über die Marge spricht, dass man also hier wirklich kaufmännisch rangeht und vorher ausrechnet, was man hinterher eigentlich erreichen möchte. Also es gibt natürlich so Kardinalsünden, die man nicht begehen sollte, als da wäre zum Beispiel einfach die Produktinformationen des Herstellers 1:1 auf seine Webseite zu kopieren, denn das machen ganz viele andere Anbieter online auch und dann haben sie sogenannten Duplicate Content und das ist aus Google-Sicht nicht schlecht. Weiterhin sollte man auch Alttext und Titeltext richtig setzen, überhaupt mit dem ganzen Verschlagwortung sehr gut arbeiten und bewusst arbeiten und man sollte sich vorher ganz genau Gedanken machen, welche Keywords ich auf meiner Seite einsetzen will und an welcher Stelle ich sie einsetzen will, denn da müssen sie dann auch auftauchen, denn nur so weiß Google überhaupt, worum es auf dieser Seite geht. Am wichtigsten ist, bevor man einen Online-Shop eröffnet, sich einfach Gedanken zu machen. Erst denken und dann loslegen. Und da fängt es im Grunde genommen beim Sortiment an. Was möchte ich online verkaufen, zu welchem Preis und was sind meine Suchbegriffe? Und diese Ideen und diese Strategie, die muss ich in meinem Online-Shop und in meiner Webseite wiederfinden. Denn wenn man das nicht macht und einfach nur Produkte online stellt, in der Hoffnung, das wird schon jemand kaufen, so funktioniert es leider nicht. Das Internet und gerade Google ist ein Nachfragemedium. Das heißt, ich muss auf eine Nachfrage reagieren und kann nicht einfach nur Dinge online stellen in der Hoffnung, dass es irgendjemand dann vielleicht mal interessiert. Das heißt also vorher Gedanken machen und sich überlegen, Produkte, Keywords, Preis, das sind die drei Elemente und sich dann einen Anbieter raussuchen, der einem eine optimierte Suchmaschinenseite anbietet und auch herstellt. Und da kann man dann auf jeden Fall schon mal von einem guten Handwerkszeug, guten Start ausgehen.